Who are you? I am Arabis, owner of this ship. And who, pray tell, are you? No. Don't tell me. I already know. You're after my treasure too, aren't you? Well, I won't give it to you. This treasure is mine! It's all mine! Doesn't seem like we're getting anywhere here. Something's obviously controlling him. The Master was never like that. This isn't him at all. Please, I beg of you, save my Master. Free him from this existence. Okay. Arabis, wer weiß, was du alles so drauf hast. Bin gespannt. So, fangen wir schon mal an mit Aufgehen der Sonne. Das wollen wir ja nicht nochmal angucken. Dann können wir erstmal eh nichts machen, wie es aussieht. Aua. Was können wir jetzt? Hast du irgendwas? Was ist das Aroma Boost? Angriff. Okay. Dann machen wir den Aroma Boost. So, du machst. Nochmal die aufgehende Sonne. Du gehst auf den Illusionsschwert. Wahrscheinlich kämpfe ich jetzt mal lieber mit Jester. Weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich auch mehrere Phasen, also kann mir keiner erzählen. Okay. Ja, ich kann ja nichts machen. Oh. Dreifach Wiederbelebung. Alles okay. So, dann Fähigkeiten. Gottschrei. Kriegergottschrei. Illusionsschwert. Okay, er hat uns geholfen. Der Kleine scheint wohl sehr, sehr mächtig zu sein. So, was haben wir denn hier noch? Jojo-Schock, Schmetterkugeln. So, Lilika, du kannst mal den Feuerfall benutzen, obwohl Schlangenfall könnte vielleicht stärker sein. Ich will nicht schlafen. Aroma Boost Level 2, bitte. Aua. Ja, der ist jetzt. Autsch. So. Okay, ich lieg am Boden. Der trifft mich nicht. Bessinruf. Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert hier. Aber vielleicht kriegen wir ja was Geiles. Natürlich nicht. Aua! Ja, bleib mal. Tornado-Tanz. Ah,
Okay. Dann einmal den Schrei. Dann wieder mal das Illusionsschwert. Und weiter geht's. Attacke. Selbst abwehren. Perfekte Heilung, bitte. Ja, ich bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Warum bleibst du nicht liegen? Haben wir überhaupt Paralyse, geschockt, benommen, eingefroren? Bewusstlos, Verwirrung. Beim Schlaf ist nichts dabei, ne? So, Attacke. Du bist gleich down. Weg, weg, weg. Oh, ich wollte weglaufen. Warum meinst du denn rein? Lass das mal abfahren. So, dann einmal bitte nochmal den Aroma-Boost. Dann den Schrei nochmal. Ich weiß nicht, ob es deckt, aber es könnte sein. Und jetzt noch einmal ganz zum Schluss den Wüstenwind, was eigentlich, also eigentlich nicht machen wollte. Ist okay. Und zwar das Illusionsschwert. Dann ist er jetzt down. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht Ende. Es ist Ende? What? Ganz ehrlich, da war der Endboss von den Hauptstory ja noch schwieriger. Aber ich denke mal, da kommt noch irgendwas dabei. Also das Geisterschiff war nicht alleine. Look at that. Master Erebus. I see you're finally on your way. I'm so glad. Please, allow me to accompany you. Thanks to all of you, my master has been freed from his suffering. We've been possessed by that black shadow for so long. That's what kept us tied to this ship. But finally, after all these years, we've been freed from our cursed existence. Words cannot begin to express how truly grateful I am. As promised, the treasure is yours. After all, we have no use for it now. Farewell, then. So Sebastian was just trying to free Erebus from his curse. Huh. Isn't that great? It worked out just like he wanted. Well, anyway. How do you want to divide up this treasure? Even if we split it down the middle, there'll be more than enough for everyone. Hey! What do you know? I guess this is as far as I go. And here I thought that treasure was gonna be mine. Must not be my day. But... I'm not gonna give up, you hear me? I'm gonna be a pirate no matter what. And one day, I'll even get my own ship, too. And just when I was starting to think we might be able to get along. Too bad. The name's Dorgan Goa. Maybe I'll see you around sometime.
All right, you dogs. It's been fun. Dorgan Goa? What's going on? That must have been an apparition. It was probably created from the captain's obsession with this treasure from back when he boarded the ship all those years ago. And it has remained until this day. Es war der junge Dorgan Goa, der Captain unseres Schiffes. Der Verwandt. Wieso hat er sich denn so niedergelassen? Der war mega stark. Der Junge. Und es scheint wohl noch nicht wirklich vorbei zu sein, denn dieses Fluchdingen ist noch, noch da. Also es hat sich nur weggebeamt. Muss jetzt mal überlegen. Könnten jetzt eigentlich den Thron jetzt sammeln? Ich muss oder so hier noch komplettes Ding, die ganzen Dinger hier noch machen. Ich würde sagen, ich mache das aber jetzt in einem Zusammenschnitt. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das gleich schneiden werde. Am besten jetzt. Ich schneide das gleich rein, dann haben wir das hier zumindest abgeschlossen mit den Truhen und dann mit den Jagen. Das werde ich auch nochmal hier auf dem Schiff noch intensivieren. Aber fürs Erste gehen wir jetzt auch gleich mal weiter, damit wir hier gucken können, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, ich kann bestimmt komplett hin und her wechseln. Ich hoffe mal. Es sind ja noch einige Truhen geblieben. So, was passiert jetzt? Was nun? Wo ist unser Chef? Passiert hier noch was? Wohin? Gute Frage, nächste Frage. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Warte mal, ich gehe mal nochmal. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Nee, sichern wollte ich jetzt nicht, aber wäre auch eine gute Option. Eingang. Muss ich zurück? Latschen? Muss ja eigentlich Bericht erstatten, oder nicht? It certainly seems like there's nothing but dead people on this ship. Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir jetzt machen? Das ist noch nicht das Ende, das kann mir keiner erzählen. Da kommen dann noch ein paar Monster. Der Fluch ist noch da und... Wieso kommt keine Cutscene und wo ist... Wo ist der Chef? Hallo? Was ist hier los? Wir haben die alten Kleider an, ne? Apropos Gegenstände. Apropos Kleidung, Waffen. Gut, die Waffe, die wir bekommen haben. Oh. Jawohl.
Ich weiß jetzt nicht, ob die noch Level up kriegt oder so. Muss ich mal gucken. Aber hier. Ja, das sieht gut aus. Und wir sehen jetzt auch wie ein Captain aus. Und jetzt. Und wir haben kein Tuch mehr, ne? Cool. Es ist wirklich merkwürdig. Oh, mir geht es nicht so gut. Ich frage mich, Zeitraum, Gasschiff, wo die nicht schalten. Das war's schon. Vielleicht müssen wir jetzt mit ihm reden. Tja, wisst ihr, was passiert ist, wenn ihr mit leeren Händen zurückkommt? Bringt gefälligst Schätze mit. Hoffenweise Schätze. Ach so! Moment. Moment, muss ich da noch was anklicken? Hab ich da irgendwas? Ich muss vielleicht den Schatz nach Hause bringen? Moment. Das habe ich noch gar nicht versucht, die Kugel aufzuheben. Das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache, ne? Na, des Schatzes. Ja, natürlich. Natürlich. Die rote Kugel. Oder? Time warps. This place is trouble. Ich hab doch Schatz mit, oder nicht? We're not on the wrong path, are we? Nö. Nö, hier kann man nichts machen, bis auf Gegner finden. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, Aroma-Boost von mir aus. So, mal kurz. Abwarten. So, Heiltrank. Ich blick hier gerade nicht durch. Muss ich irgendwo hinfliegen? Muss ich zurücklaufen? Es muss ja irgendwas passieren. Sehr merkwürdig. I'm amazed nobody noticed a ship this huge. Keine Ahnung, das. Also Geisterschiff scheint wohl fertig zu sein, bis auf natürlich das Jagen blablablub, aber mich wundert, dass wir hier nirgendwo einen neuen Ort haben. Muss ich hier rausfliegen? Rosa Nebel.